Weiter geht's hier mit unserer Hertha-Karriere. Wir sind ja richtig gut in die Saison reingestartet in Hannover. Ein kurioses 4:3 errungen. Viele Neuzugänge. Wir machen heute das Spiel gegen Holstein Kiel via Simulation. Dann werden wir noch ins Pokalspiel reingehen. Ich glaube, wir haben gegen Aue dann die erste Runde. Genau. Und dann gegen Düsseldorf. Muss ich mal gucken, ob ich das noch spiele oder ob ich das auch vielleicht in Highlights mache. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir Elversberg-Wiesbaden. Das mache ich auf jeden Fall als Simulation. Karlsruhe ebenfalls. Und dann werden wieder zwei Live-Spiele folgen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen gegen den HSV und Schalke. Dann simulieren wir wieder ein bisschen. Und dann ist die Runde eigentlich gefühlt schon fast durch. Ich warte jetzt noch drauf, dass Bouchalakis verkauft wird, weil ich möchte mir eigentlich noch gerne einen zentralen Mittelfeldspieler kaufen. Also gehen wir rein. Vorbericht hier. Kiel spielt mit einer Dreierkette, Fünferkette. Machino, Fiete ab. Vorne Holtby, Altbekannte. Die spielen Standard, genauso wie wir. Also, gehen wir rein, Anstoß und dann machen wir Höhepunkte spielen, nur Angriffsspielen. Was machen wir denn hier? Simulieren, ne? Schnellsimulation nicht. Wir machen mal die Simulation, das ist ja mit diesen kleinen, runden, farbigen Punkten, hoffe ich. Also, ich habe das noch nie gemacht vorher. Genau, das wollte ich jetzt eigentlich mal machen, dass wir da so ein bisschen reinschauen können. Werte, Statistik, das habe ich halt auch noch nie gemacht, beziehungsweise selten. Und das geht ja auch relativ schnell. Hier gibt schon mal eine gelbe Karte für Fabian Riese. So kommen wir auch schneller durch. Oder wenn es bestimmte Highlights gibt, die können wir ja auch spielen. Ne? Also wenn es zum Beispiel einen Elfmeter gibt oder einen Freistoß. Wir können auch eingreifen. Aber eigentlich möchte ich nicht bei der Simulation eingreifen. Ich möchte das eigentlich laufen lassen. Ich bin mal gespannt, wie das halt hier in der Simulation ist. Oh, Holstein Kiel vorne. Die haben erstmal ein bisschen Druck aufgebaut. Aber wir stehen momentan richtig gut. Wie das ist mit diesen jungen Spielern. Ob die sich auch hier dann in dieser Simulation verbessern oder ob die sich wirklich nur verbessern, wenn man mit denen wirklich spielt. Oh, Achtung. Ja, Kiel ist erstmal die spielbestimmte Mannschaft. Wir versuchen im 4-2-3-1 uns da irgendwie rauszukombinieren. Die jetzt mit einer Viererkette, Fünferkette. Na, komm. Na, gibt den Freischuss. Also noch nicht so viel los nach einer halben Stunde. Ich habe ja auch gesagt, so viele 0-0s wird es, denke ich, nicht geben. Aber im Endeffekt bislang nach einer halben Stunde. Das ist alles noch okay soweit. Oh, pass auf, wie die Kieler, ey. Das ist Wahnsinn. Die sind mit 4, 5 Mann vorne. So, jetzt vielleicht mal, wenn wir einen Gegenkonter starten können. Ja, vielleicht über Oedra Ogo. Da haben wir ihn. Und jetzt der Ball in die Mitte. Irgendwie mal ein Abschluss. Jungs, schieß doch. Da kriege ich immer die Krise, ey. Ja, erster Schuss aufs Tor. Siehst du mal. Geht doch. Da kriege ich aber auch immer 1:4. Die spielen selber immer Tiki-Taka und dann verlange ich von meinen Jungs, dass die auch mal schießen. Das kannst du natürlich so nicht machen. So, 0-0 zur Pause. Riese, gelbe Karte. Kiel ist besser. Die haben 4 Schüsse, wir haben nur 1 Schuss. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eingreifen soll. Nein, wir machen einfach weiter. Wir setzen fort. Zweite Halbzeit. Kiel ist ja auch keine Thekentruppe, ne? Also hier haben wir die Strategie. Überall ausgeglichen. Kiel mit einem 3-4-1-2. Ja, momentan Noten eher ausgeglichen. Ich habe das Gefühl, dass die Kieler sich jetzt so ein bisschen festsetzen, dass sie eventuell hier das erste Tor machen. Aber ich nehme auch gerne ein 1-0 in der 90. So ist es nicht. Wir könnten das also relativ entspannt angehen lassen. Oh, gute Aktion von Nusa, der auch gleichzeitig der Kapitän ist. Das muss ich auch mal ändern. Also entweder gebe ich Lian King die Kapitänsbinde oder ich gucke mal. Jetzt wäre die Bahn frei gewesen, aber machen sie gut in der Defensive. Ja, verschieben, sieht ganz schön witzig aus, wie beim Manager. Nur ohne 3D-Spiel. Achtung! Oh, das Tor durch Ab. Ja, 69. Das war irgendwie klar. Das war abzusehen. So ein bisschen. Aber gut, wenn ihr wollt, dass ich halt auch mal eingreife, dann schreibt das auch gerne mal unten rein. Oder sollen wir die Simulation so durchlaufen lassen? Wir sind ja noch am Anfang. Ich muss ja mich auch erstmal hier ein bisschen reinfuchsen. Und eure Meinung auch da mal hören. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, wie wir das hier in Zukunft machen sollen. Ob ich auch mal eingreifen soll oder ob ich das durchlaufen lassen soll. Schnellsimulationen, weiß ich nicht, mache ich nicht. Das finde ich ein bisschen langweilig. Aber vielleicht jetzt die Chance. Nee, aber ein Eckball. Eckball gibt es durch Bouchalakis. Aber da ist keiner. Oh, doch. Chance war da. Nochmal. Jetzt kommt Nusa hier mal kurz. Na komm, irgendeiner wird doch da sein. Schieß doch. Ja, wir sind da. Wir machen jetzt Druck. Jetzt, wo es eh fast schon zu spät ist. Oh, Nusa, nächste Chance. Ja, wir haben jetzt die Chance, aber leider zu spät. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. 1-0 noch. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Das wird, glaube ich, die erste Niederlage. Ja, und so ist es. Also 0-1 gegen Kiel. Am Ende dann leider auch verdient. Wir hatten nur eine Chance. Wahrscheinlich jetzt nach der Ecke. Schade. Also,
Hamburg gewinnt währenddessen 4-2 gegen Lautern. Braunschweig, Magdeburg, die spielen halt auch noch. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir sind ja gerade eher am Anfang. DFB-Pokal ist jetzt auch wichtig. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier in die Jugendmannschaften rein. Da ist halt, glaube ich, auch niemand mit dabei, den man so richtig fördern kann. Also ihr seht das, 48, 54, die kann ich quasi alle mal aussortieren. Den gebe ich jetzt hier nach und nach alle mal frei, obwohl der hier ein Potenzial bis 94 hat, aber das wird nichts. Bei Dada müssen wir nochmal auf den Trainingsplan hier gucken, wobei der hat gar nicht gespielt. Na, guck mal, die sind alle rot. Fehlt die Bissigkeit. Koki, wo haben wir denn Dada? Warum haben die denn jetzt hier alle rot? Ey, ist die Bissigkeit nach unten gegangen? Fokus auf Leistung bei allen. Warte mal, letzten Stil kopieren. Was haben die denn hier alle drin? Fokus auf Leistung. Ich lasse das jetzt erstmal. Das ist ja nach dem Spiel gerade gewesen. Ich bin ja kein Freund des Eigenlobs. Ja, ja, ja. Das war nicht der richtige Gegner. Marius Gersbeck. Mit ihm hätten wir natürlich zu null gespielt. Mit ihm hätten wir natürlich nicht verloren. Jetzt kriegen wir hier unser erstes monatliches Scouting-Update. Montpellier bei Gechter. Da bin ich auch noch so am Überlegen. Der hat eine Freigabesumme von 6 Millionen. Zur Not können wir den auch nochmal zu Geld machen. Ich gehe mal rein in die Verhandlung. Ich spiele jetzt mal hier Markus Krösche. Ich mache jetzt mal so, wie man es nicht machen soll. Wahrscheinlich biete ich wieder zu viel. Aber wenn er eine Freigabesumme von 6 Millionen hat, da kann ich auch nicht runtergehen. So, danke, dass Sie hergekommen sind. Wir haben 2,8 Millionen geboten. Wir können ja mal hochgehen auf 3. Machen wir mal Transfersumme. Wir fangen mal langsam an. Wir machen mal 3,2. Mal gucken. Wir versuchen uns mal anzunähern. Achso. Hat schon geklappt. Oh, völlig überraschend. Wahrscheinlich denkt ihr sich, ach komm, du bist so schlecht. Wahrscheinlich hätte ich 3,5 Millionen bieten müssen. Wahrscheinlich ist das viel zu wenig. So, jetzt gucken wir mal. Erster Scouting-Bericht. Wen haben wir denn hier so mit dabei? Antoine Perrin. Ihr seht halt immer anhand des Wertes 250.000, dass der halt nicht gut wird. Das ist einfach so. Die werden halt echt nicht so gut. 400.000 ist schon eine andere Hausnummer, aber da schlage ich auch noch nicht zu. 300.000, Basile David und Victor Riou waren leider alles nicht so die Spieler, die ich gerne haben möchte. Also so ab 800.000, 900.000, da kann man mal drüber sprechen. Da kann ich dann auch mal zugreifen, aber vorher nicht. Vorher macht das von meiner Seite aus wenig Sinn. Ich denke drüber nach. Derry Scherhand, auch so ein junger Mann, glaube ich, hat aber nicht so ein gutes Potenzial, habe ich gesehen. So, jetzt Pokalspiel zu Hause gegen Aue. Das wird ja hoffentlich was werden, oder? Ist mein Favorit, sind wir. Aue im 4-2-3-1 auf Konter, ja. Ich bin gespannt, wie wir uns dagegen verhalten. Lien Kings, Forza, ob wir da nochmal wechseln. Ue Draogo. Aber wir haben leider da keinen richtigen Ersatz, oder? Lass mal gucken. Achso, hier können wir Duziak reintun. Da kann Hussein spielen und für den King, da bringen wir mal Dada rein. Rechte Seite haben wir mal wieder Winkler. Da lasse ich Nusa nochmal drin. Und im Tor, ja, wo bleiben? Mal gucken. Wir machen jetzt mal Gersbeck rein. Mal gucken, der mit seinem vorlauten Mund. Jetzt müsste das ja eigentlich funktionieren. Also, simulieren wir das zweite Spiel gegen Aue. Ich hoffe, ich bin gespannt, dass das ein besseres Ergebnis wird. Also zumindest da will ich mal eine Runde weiterkommen. Ich weiß nicht, wann die Hertha überhaupt mal im Pokalfinale stand. Standen die eigentlich schon mal im Pokalfinale? Ihr Hertha-Fans, schreibt es mal unten rein. Ich bin der Meinung nicht. Die sind die letzten Jahre immer ausgeschieden. Ich glaube, mich spontan erinnern zu können, dass die 2012 mal im Halbfinale waren gegen Dortmund. Haha! Zack! Tabakovic! So hätte es doch auch gegen Kiel funktionieren können. Aber ja, Aue ist halt nicht Kiel, ne? Und von daher 1-0 Tabakovic ganz, ganz früh in dem Spiel. Sehr schön gemacht. Aber Aue weiß ich halt auch nicht einzuschätzen. Ey, Drittligist. Aber das muss eine klare Nummer eigentlich sein für uns. Nächster Angriff. Guck mal, viel Platz über die Außen. Da geht mein Trainerherz hier auf. Zack, easy peasy und 2-0. Nee, schade. Aber so ist es doch. Es geht in eine Richtung, so muss das sein. Guck mal, wie frei der da durchspazieren kann. Das gibt's ja gar nicht, ey. Schade. Jetzt schon 3 Schüsse, 70% Ballbesitz. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Ich verstehe gar nicht, warum haben wir denn Heimspiel? Hat der Drittligist nicht immer Heimrecht? Naja. Das sehen die hier in dem Spiel nicht so eng. Schade eigentlich. Na gut, aber auch in Aue hätten wir das. Wären wir Favorit. Ja, aber Aue kommt über Meuer. Flanke kommt rein, aber wir sind dazwischen. Und dann wird Gersbeck wahrscheinlich sagen, sehen Sie Trainer, habe ich doch gesagt, hätten sie mich gegen Kiel auch gestellt. Hätten wir zu null gespielt. Oh, und der muss rein von Duziak. Das ist ja völlig frei. Das ist ja Hanebüchen, ey. Da verteidigen wir sogar besser in der Kreisklasse. Also haben das mal gemacht früher. So, Achtung, Gersbeck. Sieht alles sehr souverän aus hier. Ganz viel Platz, egal wo man hinspielt. Ist ja Wahnsinn. Große Lücken. Aber das zweite Ding fehlt jetzt. Na also, es geht doch. Hussein.
2:0, 45. Genau der richtige Zeitpunkt. Aber die Lücken, das ist schon sehr abenteuerlich. 5 Schüsse, ja, ganz klar, geht die Richtung, Richtung zweite Runde. Also die Richtung stimmt, so wollte ich das sagen. Zweite Runde ist eigentlich zum Greifen nah. Und eigentlich ist das ein klares Ding jetzt auch für uns. Das müssen wir jetzt ziehen. Aber Au ist noch nicht geschlagen. Lass sie mal ein Tor machen und dann, ihr wisst, wie sowas geht. Das geht dann auch ganz schnell. Aber wenn wir hier das dritte Ding machen, guck mal, wie viel Platz wir da haben. Wahnsinn. Hinterlaufen, zack, Kopfball und Nachschuss. Nee, wollte er nicht, schade. Wir pressen da auch mit 3 Mann drauf, das ist Wahnsinn. Ja, Aue kommt nicht durch. Nee, also ich glaube, das wird ein klares Ding für uns. 2, vielleicht noch ein drittes Tor. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Aue hier überhaupt noch mal einen Fuß in die Tür kriegt. But you never know. Guck mal, jetzt zum Beispiel Gersbeck. Ja. Ich achte auf Gersbeck, ey. Der mit seiner vorlauten... Mit seinem vorlauten Mund, so. Tja, sehen Sie mal, mit mir hätten wir das Spiel nicht verloren. Aber mit dir haben wir es ja auch nicht gewonnen, weil sie nicht gespielt hat. So, jetzt die Entscheidung, 3:0 Hussein. Also eine Runde weiter im Pokal. Nach den Niederlagen gegen Kiel gibt es also direkt mal die passende Antwort. Ist auch wichtig vor dem Spiel gegen Düsseldorf. Was ich dann wahrscheinlich im nächsten Part, weiß ich nicht, ob ich das als Live-Spiel mache. Düsseldorf ist eigentlich auch ein geiles Duell. Ich glaube, das mache ich auch als Live-Spiel. Weil dann haben wir ja den übernächsten Part. Haben wir dann 3 Spiele, die ich auf jeden Fall simuliere. Gegen wen? Gegen Elversberg und gegen Karlsruhe. Und Tabakovic mit seinem zweiten Tor. Also 2-mal Doppelpack, Hussein und Tabakovic. Von daher eine Runde weiter. Daumen nach oben schon mal dafür. Die Hertha-Truppe, die kommt so langsam ins Rollen. Nächste Runde darf auch gerne ein sehr attraktiver Gegner sein. So, komm, Schiri, pfeif ab. Jawohl. Also 4:0, 10 Schüsse. Aue mit keiner einzigen Chance, außer einem Wechsel, war da auch irgendwie kein Highlight zu sehen. So, Düsseldorf scheidet aus. Also schon mal gute Voraussetzung für uns, da irgendwas zu machen. Die sind momentan 10. mit 3 Punkten. Wir sind 9. auch mit 3 Punkten. Also direktes Duell der Tabellennachbarn. So, das dürfte ein Gechter sein. Sieht aus wie Linus Gechter. Der packt seine Koffer und verabschiedet sich Richtung Montpellier. 3,2 Millionen. Ja, wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr rausführen können. Oder, ein B, Preisbewertung, das ist auch okay. Ein toller Preis. Ja, wir hätten noch 600.000 mehr rausführen können. Aber ich wollte erstmal vorsichtig anfangen. Nicht, dass er bei 3,2 Millionen schon die Biege macht und den nächsten Flieger nimmt. Aber das haben wir gut gemacht. So, was haben wir jetzt hier noch? Gechter verkauft. Transferangebot für Lukoki. Lukoki können wir eigentlich auch abgeben. Nehmen wir mal an. Krabovnik behalte ich. Da schiebe ich jetzt auch erstmal einen Riegel vor. Also da blocke ich jetzt erstmal. Die Angebote, da, ja, Trainingswahn, lassen wir da nochmal. Das war nicht der richtige Gegner gegen Düsseldorf, Derry. Gegen Düsseldorf darfst du dann ran. So, weiter geht's. Die Düsseldorfer haben die ihr echtes Stadion, ich hoffe doch. Noch ein Abgang, genau, ist Lokoki wahrscheinlich, ne? Der hätte ich auch mehr bieten müssen, wahrscheinlich 1,2 ist dahingehend auch ein bisschen zu wenig, oder? Ja, nee, ein A sogar, aha. Schau an, perfekt. Da sagt noch einer, ich kann hier keine Deals aushandeln, perfekt. Bestmöglicher Deal 1,4. Jetzt habe ich 1,2 angenommen, der bestmögliche Deal. So, Düsseldorf Arena. Doch, die haben Gott sei Dank ihr echtes Stadion. Gehen wir nochmal kurz rein hier. Ich denke drüber nach. Ja, der will jetzt natürlich auch spielen. Lokoki-Verkauf, Preisgeld haben wir auch dazu bekommen. Jetzt gucken wir mal, gegen wen wir im Pokal spielen. Wer war das jetzt gerade nochmal? Nusa. Nusa fehlt die Bissigkeit. Dann machen wir doch mal hier starker Fokus auf Leistung. Um die Energie zu bewahren, genau. Also, warte mal. Die optimal, da wäre ein ausgeglichener Trainingsplan. Ach so, siehst du, habe ich falsch gelesen. So, ausgeglichen. Dann gehen wir jetzt hier gerade nochmal rein und dann beende ich die Folge. Dann war das doch zumindest im Pokal relativ erfolgreich. In der Liga spielen wir dann gegen Düsseldorf. Das mache ich dann als Live-Spiel, also als komplettes. Und dann wird wieder ein bisschen simuliert. So, hier, so sieht's aus. 11. Platz. Ganz oben haben wir St. Pauli Hamburg. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie bis zum Schluss oben dran bleiben. Pokal. Spielen wir gegen Bremen. Okay, Runde 2 gegen Bremen. Auswärtsspiel. Das, denke ich, werde ich dann auch als Live-Spiel zeigen, weil so Pokalspiel ist ja auch was Besonderes. Naja, also schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. Ob ich bei dieser Simulation ab und zu mal eingreifen soll oder ob ich das so durchlaufen lassen soll. Ob ich auch mal eine Schnellsimulation machen soll. Ihr sollt ja auch da ein bisschen die Zügel mit in der Hand haben. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder gegen Düsseldorf.
auf die nächsten drei Punkte. Macht's gut. Ciao, ciao.